Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 mit dem Luca, dem Jan, dem Chris, den Nils und mir, dem Timo. Ja. Yeah. So, wir versuchen jetzt mal die Assi-Taktik. Und zwar werden wir jetzt versuchen, einen ganzen Baum wegzuziehen, aber wir werden das nicht. Ihr wisst das ja aber nur für den ganzen bleib Baum, stehen. Das Geld war. Bleib stehen. Doch, das wird ausgerechnet. Das rechnet, der rechnet das. Bleib mal stehen, Luca, lade ihn auf den anderen. Ja, sonst könntest du ja einen riesen Baum, könntest du ja in 50 cm Stücken packen. Ja, du musst ihn auf den Boden drücken. Bleib stehen. Runterdrücken. Ja. Ja, aber den kriegen wir, der ist zu lang. Ja, ich hab gerade noch den längsten Baum dort. Der längste Baum. Luca, ich hab keine Traktion mit dem Hinterräder. Ein bisschen hoch. Den Baum ein bisschen hoch. Soll ich die Abschleppstange holen? Ich geh mal schnell meine Schüttern vor. Ja, ich hol die. Ich hab jetzt die Ladebank wieder hingestellt. Kriegen wir nicht hin. Oh, wie ich fahre. Okay. Doch, Jan, so, jetzt kommt mit der Abschleppstange. Dann bleib stehen. Okay. Bleib mal kurz stehen. So, was ich nein, jetzt wir gucken mal, wie weit du wir kommen. Du kannst den Drescher zum Feld 20 fahren. Okay. Wir haben eine gute Route, wo wir nicht irgendwo durch kleine Kleinigkeiten fahren. Nein, hier sind überall kleine Kleinigkeiten. Nee. Du hast alles auf eine Hitbox. Warte, ich komm jetzt, ja, mit der Abschleppstange, dann probieren wir es. Wir können ihn ja zur Not, können wir ihn immer noch klein sehen. Aber es ist voll witzig. Holzfäller extrem. Vor allem, wenn du ihn. Da muss ich genau hin da. Am Geiz. Oh. Jan, am geilsten wäre so eine Stange, wie es damals in LS13 gab. Weißt du, warte, ich bin ja nicht mehr. Stopp. Ja, noch kriegen wir ihn doch. Stopp. Hey, was? Stopp. Wie, was denn für eine Stange? Stopp. Hey, wie meinst du das? Da hatten wir doch so ein kleines Ding, so eine Zange einfach, die du an den Trecker hinten dran koppeln konntest. Und dann hast du mit der Zange zwei Baumstämme gegriffen und hast sie mit dem Traktor rausgezogen. Ja. Ach so, die war eigentlich voll Skidder. Geil. Ja, so eine nicht den Skidder, aber so eine Zange. Ja, weiß ich. Es gibt ein Ding. Würde die Dings benutzen. Ah, es gibt Luca, Ding, du darfst nicht so doll runterdrücken. Du musst immer so den Stamm so halten, dass ich auch Traktion habe. Was? Sowas gibt's als Mod, aber da kannst du. Ey, da kommt der Zug Stamm wieder. Haben wir Geld? Oh, cool. Ja, wir haben jetzt 16.000. Wo seid ihr? Alter, ey, Scheiße. Ja, ey, wer kann nicht lenken mit diesem scheiß Baumstamm? Hey, wo seid ihr hingefahren? Jan noch kommen. Dann haben wir. Ey, jetzt bin ich extra wieder in den Wald gefahren. Ne? Wenn wir um eine Kurve fahren, musst du ihn hier höher heben. Wartet mal kurz, ich komm. Oh, was ist? Timo, es gibt so einen Mod, damit kannst du sowas annehmen. Also, damit kannst du einen Baumstamm aus dem Wald ziehen. Ja, genau, sowas war damals auch. Ja. Und da auch. Häng das Gewicht ab. Nein, kannst du auch, wenn es dran ist. Achso, geht es. Du musst drücken. Weil er nicht so schnell. Ist es 8 oder was? Welche 5. Klasse? 5. Okay. Ey, warte. Wo habt ihr eine Route? Nein, haben wir nicht. Zum Dingens da unten. Ich denke, du weißt, wo das ist. Nicht wieder in den Wald rein. Bist du blöd? Super, Jan. Ganz große Klasse. Ich muss schlafen. Fahr jetzt. Ganz große Klasse hier, du hast es geschafft. Luca! Also, du musst. Stopp! Scheiße. Stamm ist los! Ja, ich wollte nur, dass wir wieder aufstehen. Warte, dann muss ich. Ich hab doch keine Route. Okay, ja, ich hab eine Route. Tja, das ist eine gute Frage. Hey, was ist? Nichts. Idiot. Gar nicht. Nein, warte. Bist du blind? Ich sag, wenn's losgeht. Oh ja, erstmal die Stützen ausfahren. Ne? Wir müssen unbedingt. Na, rollt er weg, Luca? Oh, jetzt rollt er weg. Wir müssen rückwärts. Los, nimm ihn. Luca, halt ihn auf. Ja, halt ihn auf. Ja, ja. Eingefangen habe ich dich, du Schlawiner. Ja, er ist nicht viel mitfahren. Ich kipp gleich wieder um. Warte, stopp. Ja, geil. Gefahr. Der wird da. Na, guck mal, Luca hat den ganz falsch ge. Stopp! Also, alleine ging es besser. Muss ja erstmal nicht schleifen können. Schau mal, wie er hält, Mann! Ja, ich kann ja nicht richtig fahren. Jan, ja, Jan, mach die Stange ab. Jan, drück 5, du Fett. User left your channel. Ja, die werden aufhören, wir werden Spaß. Ey, Chris kommt jetzt aber nicht rein, oder? Nö, kommt. Na, halt, greif den ein bisschen weiter hinten.
Ja, ja, ich will's auch. Guck mal, wie schön ich ohne Jan daneben fahren kann, Mensch. Ja. Scheiß Abschleppstange. Ja. Würde ich sagen, dass eine Abschleppstange liegt. Bei eurem Fahrer. Das hast du gesagt. Gleise, wieso leise? Warte, noch nicht fahren. Wir zünden jetzt einfach hier dazwischen, so. Nee, warte. Dazwischen und Faxen daneben. Aha. Das sind wir wieder auf, ne? Oh, warte, jetzt so. Ich will weiter hinten nehmen. Kannst du dich nur noch ein paar Stunden halten, oder? Wir sollten den kleiner machen beim nächsten Mal, geht schneller. Ja. So. Mähdrescher habe ich zum Feld gefahren. Ja. Jetzt kann Feld 20 muss, glaube ich, oder wie ist Feld? Ne, warte noch. Feld 6 muss noch gedrillt werden. Gedrillt werden. Nee, gedrillt. Bomben. Aber können wir uns schon drillen? So, jetzt. Sehen. Go, Vollgas. So, ich kaufe mir eine Saatmaschine, kannst abholen, Nils. Eine Saatmaschine, okay. Hol ich ab. Ja, eine Saatmaschine. Aber nicht Vollgas fahren, weil wir müssen, wenn der Baum schon los wird, ist so. Wenn ich stopp, sag sofort stoppen. Timo, was machst du? Ich fahr ganz normal, du hast eben angehalten und machst irgendwas komisches. Langsamer bitte. Hallo, hier sind Zebrastreifen, vielleicht. Was machst du? Ey! Jan! Luca sagt langsamer! Jan. Was kannst nicht du lustig. Eigentlich? Nicht lustig! Jetzt. Na komm! Los, fahr! Stopp! Rückwärts! Hier wird, glaube ich, nichts mit rückwärts, Luca. Wenn da vorne das Genie da nicht rückwärts fährt, dann komme ich auch nicht rückwärts. Timo wackelt einfach nur rum. Jan, mach doch gescheit, Alter. Ja, ich warte nur. Ah, Leute. Ich geh gleich in den Wald und fäll den ganzen Wald aus Frust. Cool. Guck mal, Chris, sein bester Freund ist wieder mit ihm im Tele. Was? Oh, Laoda-Welle, genau. Luca, du bist richtig fähig. Ey, wollen wir den Kleinen sägen? Hört dich nicht vor. Nein, aber Jan, du kannst mal die Abschleppstange kannst mal abhauen. Ohne geht's besser. Ohne dir. Ja, oh Gott sei Dank. Und du kannst im Wald ein paar Bäume fällen und die schon zurechtschneiden, wenn du magst. Jo, mach ich. So, warte, ich fahr die Stütze mal kurz aus. Hat ja viel gebracht. Schnell rüber! Fahr mal vor, Timo. Kannst du fahren? Zieh einfach rüber irgendwie. Muss doch irgendwie gehen. Zieh rüber jetzt! Wie denn? So? Ja, so. Ja. Der hängt da schon im Zaun drin, ey. Ich sag's dir. Hast du? Ja. Ja, aber hier ist eine richtig miese. Ich glaube, wir kommen hier nie mehr weiter. Hängen wir das Gewicht kurz ab? Fahr ich ja drüber, warte, ich fahr mal ein bisschen. Nein, kurz abhängen und wieder anhängen. Kannst du irgendwie mit dem Baumstamm hoch oder runter? Ah, geht doch. Ja, mach mal runter, damit. Nicht so ja. Runter. Scheiße. Mann, Luca, das wird nichts. Hey. Gibt's irgendwo noch ein Gewicht, Timo, weil die Sämaschine ist ein bisschen zu schwer. Ach, merk's ja. Am Hof irgendwo. Okay. Soll ich daneben fahren, Luca? Ja, das wäre. Wie wär's, wenn ich sie hier drüber werfe über den Zaun?
Ah, da kommen wir nicht rein, gell? Nee, und da ist ein Zaun, der hat eine Hitbox noch. Also noch ein Zaun. Weil ich fahre noch ein. Ich fahr ganz nah daneben, damit wir nicht. Hi Luca, wir kommen. Geil, wir müssen es neben uns genau haben. Genau, fahr ganz weit hinter dann. Weil wenn wir es perfekt neben uns haben, dann. Ach, neben uns, richtig? Ja, genau. Genau so, ja, richtig. Stehen und bleiben oder weiter nach hinten fahren? Genau, weiter. So. Ja, stopp, das passt, glaube ich. Weil jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt haben wir den halt so perfekt neben uns, weißt du? Mhm. Lauf ich mal, das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Hast du? Ja. Ja. Er rutscht einfach da drüber. Nein! Ja, ich nehm schnell. Alter, wir kommen nie an, Luca. Wir fahren gleich übers Feld. Der Baum muss mindestens 10.000 bringen. Sonst lohnt sich das nicht, hast du? Ja. Okay, jetzt sieht's gut aus. Wer fällt ein? Go! Ich bin mit meiner Hand. Jo, was war das denn gerade? Ein Bordstein wahrscheinlich. Da ist eine Vogelscheuche. Ja, ich komme hier nicht um eine Kurve, Luca. Ja, geht schon. Oh nein, das... Ja, genau, war ich so aus, als wärst du Auto im Real Life, Alter. Das ist ein Bomben. Kleines Hindernis. Wumm. Ah. Ach, Timo. Ja, Verlangsamer. Wir sind da, Timo. Ich hab hier einen ganzen Baumstamm, siehst du doch. Kann man ja, nicht... Ne. Lass den bloß nicht. Kannst du den noch ein bisschen heranziehen, damit wir hier auch rein können? Warte. Das ist die Bologna umgefallen. Müssen wir bezahlen. Ja, jetzt. Ja, kostet 500 Euro. Abrechnen. Hey, so geht's perfekt. Ja. 9.000 haben wir gekriegt. Nee, bringt nichts. 10.000 hat natürlich. Nee, Mann, wir haben die 10.000 nicht erreicht. Nein, bringt nichts. Nee. Luca, nächste Challenge. Wir versuchen den Anhänger so voll wie möglich zu machen. Okay, machen wir. Aber richtig voll. Ja, okay. 3 Bäume, 4 Bäume. 5. Oder 6. Okay. Oder 7. Das geht so in die Hose, ich sag's jetzt schon. Hat der eine Anhängerkupplung? Ah, schade, sonst könnte man noch einen dran machen. Multitasking, Luca, macht alle. Genau. Das wäre doch perfekt. Ja, so ein Flieger weg, geil. Halt so ein. Weißt du, so die 18 Meter Teile. Ja. Real Life, solche Teile wären geil. Aber Jan hat ja schon fleißig gefällt. Ja, nicht zu viele. Dann fängt es laggen an. Nee, wieso? Das ist mein Server, hier fängt nichts mit laggen an. Ach schlecht, Entschuldigung, Timo, Entschuldigung. Ach, laggen hier, das haben wir nur auf dem Sachsen-Server. Das war ich jetzt nicht cool. Aber ist ja nicht da. Aber Jan, willst du mir sagen, dass du einen Baum gefällt hast? Ja, Jan war besonders produktiv. Jan ist stumm. Ich sehe auch vor lauter Bäumen nichts. Ah, ja. Oh, jetzt sehe ich wieder was. No. Kurz. Ach, der hat schon klein gemacht. Oh, der Alter, wie lang hat der die denn? Ja, egal, richtig so. Hast du genug Licht, Luca? Nee, warte. Aber warte, gleich habe ich keinen Strom mehr, weil die Lichtmaschine abkackt. Genau. Ja, was? Nein! Oh. Alter, ich hab Riesenmauspad, gell? Wirklich Riesenteil. Und ah, Jan ist wieder da. Also die sind eigentlich perfekt geschnitten. Ihr müsstet bloß mal hier hinten ziehen. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Weil sonst fällt, wenn ich jetzt schneide den Rest, dann fällt die Spitze weg irgendwo hin. Ups, ich hab grad einen Stopp. Nein, Timo! Ach, oh, den Baum hab ich nicht gesehen. Vor lauter Licht habe ich den Baum nicht gesehen. Noch weiter zurück. Guck mal, ich find's mega geil. Okay, würde vom Traktor das Licht noch an sein, von meinem Traktor. Aber warum ist das nicht an? Also es ist an, es zeigt an, aber... Steig mal ein, dann müsste es doch angehen, oder? Ja, es ist oder sofort nicht? An. Guck mal, es zeigt ja auch die Texturen an, dass es leuchtet. Aber jetzt? Ja, stimmt. Ist es an. Tschö. So. Grad Nico tschüss gesagt? Nee, mein Vater. Tschüss, Timos Vater. Freisprechanlage, der hört euch nicht.
meinte ich, ja. So. Also Jan, mit perfekt geschnitten würde ich das jetzt nicht deklarieren. Bisschen okay. Überlänge. Ein bisschen Überlänge? Zwei wir Meter wollen, Überlänge. Wir wollen eine neue Challenge machen und den Anhänger so voll wie möglich machen. Ja, aber das... Ja? Ja, wollen wir. Aber ich weiß nicht, stopp. Ob das geht. Hallo. Luca. Ich weiß nicht, ob das geht mit der Überlänge. Ja, stopp. Das Problem ist, ich konnte mir nicht vorstellen, wie lang der Anhänger war. Deswegen habe ich das jetzt auf Augenmaß geschnitten. Ja, so lang wie dein Traktor ungefähr. Ohne Frontgewicht. Das okay. Frontgewicht ja, okay. Kannst du, glaube ich, mal Nils geben. Der braucht eins. Weil sich abholen kommt. Liegt auf dem Hof keins, hast du auch gesagt. Nee. Ja, komm, ich weiß, ich glaube, wir haben nur zwei. Dann komm im Wald. Komm in den Wald. Komm in den Wald. Ah, ich bin dafür, wir fällen jetzt Säule. Den nächsten Baum fällen wir an einer anderen Stelle. Ja, klar. Mit den Walden. Oder wollen wir den Wald komplett abroden? Ja, ist abroden. Und dann irgendwann neu pflanzen? Ja. Nö. Ich hab dich auf dem Baum. Ja, Jan, wir müssen uns ja irgendwann die Fräse holen, damit Timo, wir den Wald ordentlich hinkriegen. Und dann müssen wir den neu beforsten. Fahr mal ein bisschen geradeaus. Timo, was? Ich muss meinen Traktor zurücksetzen. Ich hab mich genau auf den Zaun raufgefahren, als ich wollte. Nee, einer muss zu dir fahren und... Hat mich rausgefahren. Hä, was ist das denn für eine Hitbox? Ich hab gedacht... Dann hol dir den Deutz ab, hol dir den Deutz ab. Gewurz und stinkt wie Sau, Alter. Warte, geh... Na Luca, irgendwie die kleinen Stämme, die ich zugesägt habe, die hast du besser geil. Nehm die mit, die Abschleppstange. So. Braucht die hin. Warte. Okay. Ich bring dann wieder. Nee, ja, den Deutsch, ja. Aber lass die Abschleppstange beim. Warte mal, welche Richtung? Rechts oder links? Ich sag. Links. Das ja. Muss mein kleiner Traktor den ganzen links. Wald hier hell beleuchten. Ja, der beleuchtet wirklich. Stopp! Was machst du, Alter? Ja, ich versuch da, dass du doch mal vorankommst, meine Güte. Oder soll ich die nochmal drin? Nein. Dann würden sie passen. Ja, ich würde die fast wirklich nochmal trennen. Aber warte erstmal. Ich würde die genau auf Anhängerlänge. Dann fallen die nämlich auch nicht runter. Guck. Luca, du kriegst da nie im Leben alle drauf. Die fallen jedes Mal wieder runter. Ja, wirklich nicht. Vor allem der eine jetzt. Die sind eigentlich nicht gleich lang. Ich fäll die jetzt. Also ich sehe hier immer. Säg mal den auf deiner Seite mal ab. Und den anderen schiebt Luca gleich ein bisschen weiter nach hinten. Wir da hinkriegen es einfach. So. Achso, die Folge ist schon um seit einer Minute oder so. Ja, Leute, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.